Schnell reich werden mit wenig Geld. Ich weiß, das klingt nach Clickbait, das ist es auch ein klein bisschen. Ich werde aber völlig wahrheitsgemäß in diesem Video antworten, was meines Erachtens der aussichtsreichste Weg ist, um mit wenig Geld schnell reich zu werden. Und zwar das Ganze ohne viel Arbeit natürlich. Also legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Deutschland ist ja das Land der Warnhinweise. Also bitte nicht die Eisfläche betreten, wenn denn gar kein Eis da ist. Bitte nicht das Bobbycar hinter das Auto hängen. All das kann natürlich schief gehen. Wobei ich glaube, das ist eher wahrscheinlich ein amerikanisches Unternehmen, was hier einen Prozess verloren hat. Also all diese Warnhinweise haben natürlich ihre Berechtigung. Und deswegen gleich am Anfang. Wer schnell reich werden möchte, der schafft das natürlich, zumindest mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass er auf dem Weg nicht pleite geht, nicht durch Spekulationen an der Börse, sondern durch seine Hände Arbeit und zwar im übertragenen Sinne die geniale Geschäftsidee, das eigene Unternehmen. Geld für sich arbeiten lassen ist eine Geschichte. Tatsächlich liegt aber der Ursprung des Kapitalismus und des Schnellreichwerdens darin, andere für sich arbeiten zu lassen. Und am Ende des Tages möchte man als erfolgreicher Unternehmer weniger reinstecken, als man am Ende rausholt. Also, ein interessantes Softwaremodell mit Skalierung oder. Bitte kein Finanzinfluencer. Ist auch kein guter Weg, um schnell reich zu werden. Dauert ewig lange und am Ende klappt es meistens sowieso nicht. Also, es geht mir um eine Frage, die ich völlig ernsthaft immer mal wieder im Laufe der Jahre gestellt bekomme. Ich habe nur wenig Kapital zur Verfügung, ich möchte damit aber schnell eine ganze Menge Kohle verdienen. Und da bleibt häufig nur die Spekulation. Und ich glaube, alle Fragen, also ich versuche natürlich dann darauf einzugehen, im Wesentlichen, an welcher Stelle bist du, was kannst du vielleicht noch in der Ausbildung machen und. Ich nehme das also durchaus ernst. Aber schließlich und endlich gibt es eben auch noch einige, die sagen, ja, ich weiß das alles. Mir ist vollkommen klar, wenn ich ein hohes Risiko eingehe, dann kann ich auch schnell mein ganzes Geld verlieren. Aber trotzdem, sag doch mal, wenn du jetzt 5.000 Euro hättest, wo würdest du die investieren? Weil du sagst, da werde ich im Laufe der nächsten 5, 10 Jahre, vielleicht auch im Laufe der nächsten 3 Jahre, da werde ich die höchste Rendite haben. Und wenn es weg ist, ist weg. Und genau darum geht es natürlich. Den einen Weg, den ich euch gleich vorstellen werde, der führt ziemlich sicher nicht dazu, dass das Geld weg ist, aber es kann durchaus sehr volatil zugehen. Der andere Weg, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und es ist irgendwie auch klar, dass der Weg, mit dem man wahrscheinlich am schnellsten reich wird, auch der ist, bei dem das größere Risiko vorherrscht. Also Disclaimer mal gleich am Anfang. Wir befinden uns hier in einem theoretischen Gedankenexperiment. Wenn ihr 5.000 Euro habt, dann zockt damit bitte nicht an der Börse in irgendeiner Art und Weise, schon gar nicht in Einzelwert, macht hopp oder top. Das könnt ihr auch viel schneller haben im Casino und da sind die Getränke schließlich umsonst. Ich denke, es ist mir klar, worauf es ankommt und weil das so ein Thema ist, bei dem es ja doch ziemlich riskant zugeht, kurz mal der Hinweis, dass meines Erachtens auch deutlich zweistellige Renditen im Durchschnitt in den nächsten 3 bis 5 Jahren möglich sein werden in einem Sektor, der heute nicht auftauchen wird in dieser Aufteilung. Es gibt nur 2 Möglichkeiten für mich, schnell reich zu werden. Also die beiden möchte ich euch vorstellen. So würde ich das machen. Aber ich habe in der letzten Woche über Ölaktien gesprochen. Ich habe es mal eine Versicherung für die nächsten Jahre genannt, hier im Podcast. Ich meine es genau so. Ich bin hier investiert, ich erwarte deutlich zweistellige Renditen und das ist vielleicht nicht das Gleiche wie schnell reich werden, aber ist durchaus attraktiv. Und von daher, wer Lust hat, der hört sich das noch an. Und wer meint, Dividendenstrategie, das ist das Nonplusultra, der hat vielleicht auch noch Lust, sich die Folge davor anzuhören. Ich stelle euch mal heute beide vor, weil ich eine ganze Menge, überwiegend fast alle Reaktionen, die ich dazu bekommen habe, waren positiv. Ein paar Einlassungen, zu denen habe ich auch aufgerufen. Aber anyway, hört euch gerne diese Podcast-Folgen an auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und jetzt sind wir also soweit.
Okay, ich habe 5000 Euro. Ich weiß, es kann alles wechseln, aber ich will einfach schnell damit Kohle verdienen. Was suche ich? Ich suche einen Trend, der wirklich, wirklich verlässlich ist. Und ich meine hier nicht einen Technologietrend. Ich meine nicht den nächsten Hot Shit. Ich meine nicht die Wasserstoffspekulation. Ich kann natürlich versuchen, einfach von einem Trend auf den nächsten zu springen. Das wird aber irgendwann schief gehen. Also so einen richtigen übergeordneten Trend, wo ich sage, da wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Der ist so stabil. Und diesen Trend gibt es und den möchte ich euch zeigen. Das hier ist die Geldmenge M2 in den USA. Weil wir hier auf dem Tradermacher-Kanal sind, nicht, dass ich euch das nicht zutrauen würde, aber es geht heute einzig und allein um darum, wie man schnell reich wird und nicht um irgendwelche volkswirtschaftlichen Erklärungen. Also die Geldmenge M2. Das ist die, die man sich anschauen darf. Die ist letztlich relevant gestiegen, wirklich deutlich nochmal gestiegen. Und zwar hier nach bzw. als Reaktion auf die Corona-Krise. Im wahrsten Sinne des Wortes wurde ja mal wirklich Geld, hat es Geld regnen lassen. Bei uns indirekt durch Subvention. In den USA tatsächlich. Jeder hat mehrere Schecks in seinem Postfach gefunden und gesagt, nun gib das Geld mal aus, wir können hier die Konjunktur nicht abwürgen lassen, nur weil alles dicht hat. Wir wissen, wozu das geführt hat. Ja? Online-Shops sind durch die Decke gegangen hinsichtlich der Bestellung. Interessiert uns jetzt alles nicht. Was wir feststellen dürfen, ist, dass dieser Trend der Geldmenge M2, letztlich wird hier auch ganz wesentlich beschrieben, dass sich die Geldmenge insgesamt durch die Ausweitung der Notenbilanzen immer weiter erhöht. Und zwar quer durch alle konjunkturellen Phasen hindurch und wenn man sich das hier anschaut, in steigendem Tempo. Das ist für mich ein Trend. Jetzt kann ich mich einfach hinstellen und sagen, ja, aber was so lange gestiegen ist, wird irgendwann auch fallen. Wenn das so ist, dann läge ich mit meiner Spekulation verkehrt. Wenn die Geldmenge M2, das ist nur, man unterscheidet, wenn ihr das selber mal googeln wollt, zwischen M1, M2, M3. M2 ist hier die entscheidende. Wenn man also annimmt, ja, aber so lange gestiegen ist, muss irgendwann mal fallen, dann müsste man aus den allermeisten Sektoren am Aktienmarkt raus. Die haben nämlich in den allermeisten Phasen eine deutliche Korrelation. Meines Erachtens ist das aber ein Trend, der irgendwann darin endet, dass vielleicht diejenigen recht haben, die sagen, es gibt eine Währungsreform und. Aber auf die eine oder andere Art und Weise wird diese Geldmenge weiter steigen. Man kann auch noch, ja, vielleicht ist das ein bisschen Money Stock, also wer Trading View hat, die Kürzeln sind USM2 und WM2NS. Auch hier sieht man, das Ganze hat nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen, nicht erst zu bzw. nach Corona. Das ist jetzt die erste Delle und es kann durchaus sein, wenn man sich das hier anschaut, dass vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass es sich nochmal beschleunigt hat, vielleicht ist es auch, kommt es nochmal zu einer weiteren Korrektur, ein bisschen weiter abwärts, das alles ist möglich. Für mich ist aber entscheidend, dass dieser Trend unumkehrbar ist und ich brauche ja einen extrem starken Trend für mein, wie heißt es so schön, für mein Trading Setup. Und jetzt muss ich mich also fragen, wenn das hier unumkehrbar ist und denkt dran, nächstes Jahr Wahl in den USA, dass dann insgesamt der politische Wille ist zu sagen, wir müssen alles ein bisschen weiter zusammenziehen, Schulden machen, das ist nicht unser Ding. Nichts spricht dafür. Mal ganz davon abgesehen, dass, ich habe es hier schon häufiger erläutert, die Staaten so hoch verschuldet sind und sich ja gerade weiter verschulden. Also sowas wie Haushaltsdisziplin gibt es ja nur Sonntagabend in einer Talkshow. Und das ist auch in Ordnung, wenn das Geld richtig investiert würde. Das ist aber eine politische Diskussion, die lassen wir weg an dieser Stelle. Sondern stellen einfach fest, dieser Trend ist wahrscheinlich unumkehrbar mit einer sehr, sehr, sehr erhöhten Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, er wird noch weiter zunehmen. Ich glaube, dass diese exponentielle Entwicklung hin irgendwann in einer Fahnenstange endet. Was dann kommt, werden wir schauen. Und jetzt frage ich mich natürlich, ja, was hat denn die stärkste Korrelation zu dieser Geldmengenausweitung? Aktien im Allgemeinen, kann man das so formulieren? Kann man exakt so formulieren. Es gibt allerdings einen bestimmten Index, dessen Korrelation ist außergewöhnlich. Und damit haben wir die Antwort Nummer 1. Die
einfachste und naheliegendste Antwort. Das hier, die Seite habe ich direkt von der Seite Nasdaq.com. Quelle ist hier Macro Risk Analytics. Das ist die Korrelation des Nasdaq 100 mit der Geldmenge. Und mit nichts korreliert der Nasdaq 100 so sehr wie mit der Geldmenge M2. Wann immer sie steigt, man spricht hier von Standard Deviation, also Standardabweichung, ja, wenn man das in einer Skala einzeichnen würde, wenn diese um eine Einheit steigt, dann steigt der Nasdaq 100 um 34%. Ist ein bisschen kompliziert, beziehungsweise klingt so. Was man sich nur merken muss, der Nasdaq 100 profitiert von einer Geldmengenausweitung. Nicht immer taggenau. Wir haben unter anderem deshalb, weil die ganze Welt, in dem Fall bin ich also, wenn ihr so wollt, in der Herde mittendrin, davon ausgeht, dass über kurz oder lang die Geldmenge weiter ausgeweitet werden muss, weil man sie einfach nicht vorstellen kann. Deswegen haben wir übrigens auch dieses Bear Steepening bei den langen und kurzen Laufzeiten. Also für lange Laufzeiten kriegt man nicht deutlich mehr, obwohl man sein Geld für 30 Jahre zur Verfügung stellen würde, kriegt man nicht viel mehr. Warum? Ja, weil die meisten davon ausgehen, naja, die Zinsen werden auch wieder sinken. Und weil natürlich auch die Notenbanken, insbesondere die Staaten, momentan gar keine Lust haben, langlaufende Treasuries auszugeben. Die wollen ja nicht für 30 Jahre 5% bezahlen. Das ist etwas Vorübergehendes. Also, diese Geldmengenausweitung, die stockt momentan. Wir haben sogar ein quantitatives Tightening. Also es wird weniger, habt ihr im Chart auch eben gesehen. Aber es wird wieder steigen. Ob jetzt, ob im ersten Quartal 24, zweiten Quartal. Ich nehme an, irgendwann in diesem Zeitraum, aber das reicht mir erstmal, die Annahme, dass es so kommt. Dass logischerweise der Nasdaq 100 im Schnitt eher auf der mit fallenden Kursen traurig macht, wenn dann die Anleiherenditen steigen. Das ist auch klar, beziehungsweise die Bonds selber. Ja? Also wenn der steigende Zinsen sind nicht immer. Da muss man auch noch gucken, wie schnell steigen sie, was ist die Erwartungshaltung des Marktes. Gift für Aktien, das kann man so überhaupt nicht sagen. Also wir könnten auch Renditen haben, die sich um 2% einpendeln. Und dennoch, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, könnten Aktien sehr, sehr stark steigen. Aber dabei möchte ich jetzt erstmal diese eine Möglichkeit belassen. Das ist die deutlich konservativere. Wer übrigens wissen möchte, worauf der Nasdaq 100, auf welche Anlageklasse am wenigsten reagiert, das ist Gold. Praktisch keine Korrelation zwischen Tech-Aktien und dem Goldmarkt. Das wäre also Möglichkeit 1 und ich gehe hier von zweistelligen Renditen aus, die man damit erzielen kann. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere sagen, ja, zweistellige Renditen ist ja gut und schön, aber haben wir nicht über reich gesprochen? Ja, also 5.000 Euro, zweistellige Renditen, vielleicht so wie in den letzten Jahren 12-14%, ist ja schön und gut, aber unter Reichtum stelle ich mir jetzt was anderes vor. Es gibt noch, ich möchte auch noch ganz kurz, weil ihr sagt, ja, die Amis, die schmeißen mit Geld um sich, sagt wahrscheinlich keiner, ne? Wer würde sowas behaupten? In der Euro-Area ist das mit dem Money Supply M2 letztlich das Gleiche. Ja, ein bisschen später alles reagiert, aber unter dem Strich, ja, wenn man so hört, neue Geldpolitik und so, da lachst du dich natürlich ein bisschen kaputt. Die Ausprägung, die ist stärker. Ja, wenn man sich das Ganze hier anschauen würde, logarithmisch, dann müsste man es vielleicht auch sehen. Nö, sieht so ähnlich aus. Das ist natürlich auch ein Datensatz, der hier ist. Aber am Ende des Tages ist der Trend schon lange, lange gleich. Völlig unabhängig von Demokraten, von Republikanern. Das ist so. Das ist vielleicht sogar das Herzstück des Wachstums des Kapitalismus. Müssen wir heute nicht besprechen. Aber es gibt noch eine Anlageklasse und das wäre dann wahrscheinlich, wenn ich eine All-in-Lösung wählen müsste, bei der die Korrelation noch viel, viel ausgeprägter ist. Und das ist diese hier. Tada! Der ein oder andere wird sich es wahrscheinlich schon denken. Das ist ein Chart, den ich von Twitter, nein, den habe ich aus dem Brief von Lynn Alden, sie hat ihn aber von Twitter. So, Quelle geklärt. Hier sieht man die Korrelation zwischen Bitcoin und zwischen dieser Geldmenge M2. Nun ist die Historie noch nicht so lang bei Bitcoin, aber man kann die Entwicklung von Bitcoin bzw. die Korrelation, obwohl sie beim Nasdaq 100, also bei den Tech-Aktien, schon so ausgeprägt ist, nicht miteinander vergleichen.
Stand heute, bis wir irgendwelche neuen Erkenntnisse haben und meines Erachtens wird Zulassung eines Bitcoin-ETF, ja oder nein, nicht die entscheidende Rolle spielen. Stand heute und nach diesem Chart kann man sagen, wer davon ausgeht, dass die Geldmenge M2 weiter steigt, der sollte Bitcoin kaufen. Es gibt auch eine Korrelation zu Ethereum, die sieht sogar noch ein bisschen ausgeprägter aus, aber sagen wir mal, wir sind heute der konservative Zocker. Wenn diese Geldmenge M2 sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren so weiterentwickelt, sogar vielleicht exponentiell, wie sie es zuletzt getan hat, dann möchte ich jetzt hier niemanden reich rechnen, insbesondere weil ich auch selber in Bitcoin investiert bin. Bei meiner langfristigen Position habe ich ja meinen Einstand schon rausgenommen. Für das Video gab es ordentlich Lack, war auch auf niedrigem Niveau als heute. Also insofern, Ethereum habe ich bei um 4.000 Dollar ja ein Drittel rausgenommen. Das war Stand jetzt ganz gut. Aber ansonsten muss man dabei bleiben. Und wenn, ich rechne es nicht, ist es aber deutlich, deutlich sechsstellig, wenn sich diese Entwicklung so fortsetzen sollte, wie sie eben seit der Entstehung von Bitcoin existiert. Und dazu muss man dann tatsächlich aber einmal in den logarithmischen Chart reingehen. Die Historie ist hier zumindest mal, ein bisschen älter ist Bitcoin, glaube ich, aber das sieht so harmlos aus. Ja, aber guckt euch bitte hier die Skala an. Wir sind hier unten irgendwo bei 5. Und jetzt sind wir bei 25.000. Und das, denke ich, könnte man dann gelten lassen als schnell reich werden. Disclaimer zum Schluss. Natürlich ist es absolut, das ist der Inbegriff von Zockerei, alles in einen Basiswert zu stecken. Ich weiß aber, dass das einige machen. Und nun wisst ihr, wie ich es machen würde, wenn ich denn müsste. Muss ich nicht. Und mit 51 muss ich jedem Jüngeren nochmal mit auf den Weg geben. Trotzdem, bitte jetzt nicht 5.000 Euro in Bitcoin und dann mal schauen, ob es klappt. Studium, Lehre, Schule, weitermachen. Denn Arbeit ist ja nicht nur eine Möglichkeit, um reich zu werden oder schnell reich zu werden, sondern ist ganz wesentlich auch das, was den Inhalt des Lebens beeinflusst. Ja? Und das ist fast noch wichtiger als Geld. Es ist auf jeden Fall sogar wichtiger als Geld. Also, habt ihr noch andere Vorschläge, wie man schnell reich wird? Wer Lust hat, einen ernsthaften einzustellen, ich weiß, Lotto und so weiter, Rubbellose, alles schön, ja, der kann es hier unten ja mal bei den Kommentaren reinschreiben. Das war's für heute. Wir hören uns hier an dieser Stelle am Donnerstag wieder. Bis dann und ciao.